Zombie Apocalypse. Denn auch hier gibt's Bisons, die er hätte jagen können. Hier in Europa heißen die Tiere allerdings Wisente oder auf schlau, auf wissenschaftlich Bison bonasus. In Amerika und in Europa haben Leute wie Buffalo Bill diese Urviecher bis an den Rand der Ausrottung gejagt. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis in einem großen Projekt hier in Polen diese Wisente wieder angesiedelt werden konnten. Jetzt kann man sie wieder sehen, in Europas letztem Urwald. Über 50 Meter hohe Bäume, urtümliche Wisente, Störche, Wölfe. Viele dieser Tiere fühlen sich hier im Białowieża-Nationalpark besonders wohl. Der letzte Tieflandurwald Europas ist Weltnaturerbe und erstreckt sich von Polen über die Grenze nach Weißrussland. In dieser Wildnis fühlen sich die Wisente richtig wohl, nur sie zu finden scheint gar nicht so einfach zu sein, sagt zumindest Rafał Kowalczyk. Er ist der Wisentexperte überhaupt hier im ältesten Nationalpark Polens. Und mit ihm und ein paar technischen Hilfsmitteln hoffe ich, die Tiere zu finden. Einige Wisente in dieser Region, die haben Senderhalsbänder. Und mit dieser Richtungsantenne kann man sie dann finden. Why does it make sense to put? Was bringt das eigentlich mit den Senderhalsbändern? Sie helfen uns, das Verhalten der Tiere genauer kennenzulernen. Je mehr wir über sie wissen, umso besser können wir sie schützen. Das Wisent, nach dem wir suchen, muss jetzt etwa einen Kilometer weit entfernt sein. Wir kriegen bis jetzt nur ein sehr schwaches Signal rein. Also da lang. Versuchen wir es. Etwa 450 Wisente leben in den nahezu unberührten Wäldern des Białowieża-Nationalparks. Einen ersten Hufabdruck haben wir schnell gefunden. 1000 Kilo Lebendgewicht hinterlassen halt deutliche Spuren. Und nur ein kleines Stückchen weiter stoßen wir auf eine andere Hinterlassenschaft, die bei Forschern besonders beliebt ist. Das ist Wisentdung. Sieht aus wie ein großer Kuhfladen. Ist's im Grunde auch. Ich nehme mal eine Probe. Biologen sind ja alle ganz scharf auf Code. Was ist denn eigentlich so toll daran? Naja, man kann dadurch ganz leicht herausfinden, was die Tiere so fressen. Gleichzeitig können wir auch sehen, ob sie unter Parasitenbefall oder Krankheiten leiden. Für uns sind das lauter wertvolle Informationen. Fliegen und Biologen haben also was gemeinsam. Sie stehen auf Code. Ja, exakt. Wie man es nimmt. Aber ernsthaft, die Kotproben haben uns gezeigt, dass der Parasitenbefall bei den Wisenten in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Dann suchen wir mal den, der das hier gemacht hat. Ja? Okay, dann los. Die riesigen Wisente sind extrem scheue Tiere. Tagsüber halten sie sich gerne im Wald auf. Und wenn wir sie irgendwo finden wollen, dann dort. Oh. Look. Schau mal. Was ist das? Das ist ein ganz frischer Ruheplatz von einem Wisent, sozusagen sein Bett. Die Wisente legen sich in die Erde und wälzen sich hin und her. Der Abdruck ist noch ganz frisch und der Sand sogar noch feucht. Das Wisent war vor ganz kurzer Zeit noch hier. Aha. Und sie wälzen sich im Dreck, weil? Sie rollen sich hin und her, wie bei einem Sandbad. Das brauchen sie nach dem Fressen. 2 bis 3 Stunden ausruhen, so ein schönes kleines Verdauungspäuschen. Wahrscheinlich ist das Wisent, das hier lag, noch irgendwo ganz in der Nähe. Irgendwo. Ein Wisent im dichten Urwald von Białowieża zu finden, ist wirklich schwer. Verdammt schwer. Trotz des Senderhalsbands. Und heute haben wir Pech. Doch am Rande des Nationalparks gibt es ein Gehege und eine Aufzuchtstation, in der Wisente gehalten werden. Roman Supason ist hier seit 25 Jahren der Tierpfleger. Und meine Unterstützung, die kommt ihm gerade recht. So. Nicht vergessen, das Tor zuzumachen. Ja, mach die Tür bloß richtig zu, nicht, dass uns da noch ein Wisent abhaut. Sicher, ne? Das ist doch alles sicher. Gut.
Okay, also ich warte hier vorne. Du darfst da auf keinen Fall rein. Ja, geh mal ruhig alleine, ich muss da auch gar nicht mit. Ich gehe allein, warte hier. Ja, das Sami. Das ist der Ruf, mit dem Roman die Wiesente anlockt. Gleich gibt's Frühstück und die Tiere müssen jeden Morgen von der Nachtweide in den Fütterungsbereich umziehen. Das ist nicht ungefährlich für Roman und er sieht zu, dass er Land gewinnt. Und schon sind sie da. Jedes Wiesent über 3 Meter lang, 2 Meter hoch und bis zu 1000 Kilogramm schwer. Schnell sind sie auch noch, bis zu 50 Stundenkilometer. Und sie können sehr aggressiv werden, besonders wenn sie Kälber haben. Im Moment sehen sie aber ganz friedlich aus. Ist dir eigentlich schon mal was passiert? Einmal, als ich noch jung war, bin ich ins Gehege gegangen, um nach einem kranken Jungtier zu sehen. Aber die Mutter ist wütend geworden und hat mich angegriffen. Ich konnte gerade noch zum Zaun rennen und drüber springen. Hier drüber? Da. Oh. Ja. Das schaffe ich nicht. Ja, das ist nicht leicht, aber wenn ich es nicht geschafft hätte, wäre ich da drin gestorben. Ja. Wenn man genug Angst hat, kann man auch hochspringen, glaube ich. So, Frühstück. Alles gut? Okay. Ah, okay. Einer nach dem anderen. Schmeckt das eigentlich? Ja, das ist gut. Schmeckt wie Haferflocken. Mehr, okay. Ich muss mehr. Gut. Wenn man sich vorstellt, dass es diese Tiere früher in ganz Europa gegeben hat, von Sibirien bis Spanien, haben die den ganzen Kontinent bevölkert. Es gibt sogar Höhlenzeichnungen in Südeuropa von diesen Tieren. 1921 wurden die letzten Wiesente in freier Wildbahn ausgerottet. Gezielte Zucht in Zoos hat die Art aber erhalten. Und in den 50er Jahren wurden die Wiesente dann hier wieder ausgewildert. So durch so ein Gatter kann man natürlich mutig sein, aber als diese Tiere noch frei in ganz Europa lebten, da musste man wirklich aufpassen. Die können ganz schön gefährlich sein. Plinius der Ältere, so ein römischer Historiker. Was habe ich gesagt? Die können ganz schön gefährlich sein. Ja, ja, ganz schön gefährlich. Plinius hat mal gesagt, diese Tiere seien nicht nur hässlich, sondern auch feige und würden immer weglaufen. Stimmt aber gar nicht. Na, dobrze. Gut. Schneller. Schneller, okay. Also so, Wiesent-Aufzuchtassistent ist auch kein leichter Job. Oh, dobrze, gut. Okay? Guck mal, wie sie fressen. Das hier ist unbedo. Ja. Also, so beschaulich habe ich auch noch nie eine Expedition angetreten. Aber hier in Białowieża, da geht das. Denn die Wildnis, die beginnt erst hinter diesem Tor. Und wenn Ihnen das irgendwie bekannt vorkommt, dann ist das kein Zufall. Denn das sieht ein bisschen so aus wie das Tor aus dem Spielfilm Jurassic Park. Man sagt sogar, Steven Spielberg hätte sich von genau diesem Tor hier inspirieren lassen. Und eins haben diese beiden Tore tatsächlich gemein. Das Tor aus dem Spielfilm Jurassic Park und das von Białowieża. Hinter beiden liegt eine versunkene Welt. Dieser Märchenwald ist ein besonders geschützter Bereich im Białowieża-Nationalpark. Hier kann der Urwald machen, was er will. Wenn ein Baum umstürzt, dann bleibt er einfach liegen und verrottet. Er wird zu Totholz. Und das ist die Domäne von Bogdan Jaroszewicz. Der Geobotaniker der Universität Warschau betreibt seit Jahren hier seine Forschung. Er führt mich über einsame Pfade mitten ins Herz des Urwalds. Wenn ich meinen Rasen 10.000 Jahre lang nicht mähe, sieht mein Garten dann irgendwann so aus? Klar, wenn du ihn einzäunst und ein paar tausend Hektar Platz hast, könnte man sie kaum noch auseinanderhalten. Sag mal, Bogdan, dieser Baum hier, der ist doch total tot. Wie kann der denn überhaupt noch eine Rolle für das Ökosystem hier im Wald spielen?
Aber das tut er, selbst wenn wir mal die Käfer und Pilze außer Acht lassen, deren Lebensraum er ist. Der Baum ist eine wichtige Nahrungsquelle für Spechte. In der Rinde erkennt man deutlich die Spuren von ihrem Klopfen. Ach, das hier, das waren die Spechte? Ja. Und zwar ein ganz besonderer, ein spezieller Specht, der Weißrückenspecht. Er ist komplett abhängig vom Totholz. Unser Bestand ist stabil, aber außerhalb des Zauns nimmt die Zahl der Weißrückenspechte seit 15 Jahren massiv ab, obwohl das auch noch Urwald ist. Also mal ganz einfach gesagt, ohne Totholz stirbt der Weißrückenspecht aus. Wahrscheinlich schon. Das Männchen des Weißrückenspechts ist ganz einfach an seiner roten Haube zu erkennen. Die Spechtpaare bauen ihre Nisthöhlen meist in abgestorbenen Laubbäumen. Und von denen gibt es hier ja jede Menge. Dirk, schau mal. Der Baumstumpf hier ist schon sehr alt und so weich, dass du mit dem Finger ganz leicht ein Loch reindrücken kannst. Ja, ein Specht ist nichts gegen mich. Stimmt. Das alte, verrottende Holz ist ideal für viele Gefäßpflanzen. Auf diesem Baumstumpf wächst inzwischen ein komplettes Ökosystem solcher Pflanzen. Das zeigt also wieder, Totholz ist ein wichtiger Ursprung für Pflanzen und neues Leben. Nicht direkt der Ursprung, sondern eher ein Rohstofflieferant. Die Pflanzen ziehen Nährstoffe aus dem Baumstumpf. Wenn das tote organische Material zersetzt wird, entsteht jede Menge Stickstoff. Und das ist ein guter natürlicher Dünger für viele Pflanzen. So wie die Brennnessel. Und deshalb wachsen die gerade hier besonders üppig. So wie hier in Białowieża hat es vor 10.000 Jahren einmal überall in Mitteleuropa ausgesehen. Und dieser letzte Rest Urwald ist so einzigartig, dass er unter Biologen als sogenannter Referenzwald gilt. Und das heißt, so und nicht anders hat ein Wald auszusehen, wenn er gesund und artenreich ist und die Menschen ihn einfach in Ruhe lassen. Gesund heißt nicht voller Tiere, sondern alles ist ausbalanciert, oder? Genau durch dieses Gleichgewicht erneuert der Wald sich ständig wieder und bleibt so erhalten, wie er ist. Und das schon seit 10.000 Jahren. Totholz ist eine extrem spannende Sache, aber ich gebe zu, die lebenden Bäume im Białowieżer Urwald sind noch viel beeindruckender. Manche Eichen, Buchen oder Linden sind mehr als 400 Jahre alt und erreichen Höhen von über 40 Metern. Ganz oben in der Krone von einem solchen Baumriesen zu sitzen, das muss toll sein. Für Maria Nowitzka gehört das zum Job. Sag mal, meinst du, ich kann auch mal auf so einen großen alten Baum hier drauf klettern? Und das kann man nicht machen. Die sind Naturmonumente, das ist verboten. Ist verboten, damit ich die nicht kaputt mache, wenn ich runterfalle. Genau. Dann zeig mir doch mal einen Baum, von dem ich runterfallen darf. Können wir machen. Maria arbeitet bei der Forstverwaltung und zeigt mir an einem Baum außerhalb des Schutzgebiets, was ich alles zu beachten habe. Das Klettergeschirr anlegen ist eine Wissenschaft für sich. Vor allem die richtigen Knoten im Seil. Sonst könnte es gefährlich werden. Also der Knoten wird fester, wenn ich hier ziehe. Genau. Dir kann überhaupt nichts passieren. Es sei denn, du ziehst am falschen Ende des Seils, dann fällst du runter. In dieser Stellung rutscht das Seil leicht raus und der Knoten löst sich. Also wenn ich am falschen Ende ziehe, dann bums, knall ich runter. Genau. Na klasse. Das ist ja keine schöne Vorstellung. Die Eiche, die wir ausgesucht haben, ist schon mehr als 100 Jahre alt und 40 Meter hoch. Und da oben muss auch das Kletterseil hin. Wow! Yes! Na also. Wow. Und um es jetzt einmal ganz klar zu sagen, ich werde der erste Mensch sein, der diesen Baum besteigt. Ein tolles Gefühl, und das habe ich Maria zu verdanken. Das da auf meinem Helm, das ist eine Kamera. Den Ausblick aus der Krone der Eiche will ich unbedingt filmen. Und weil ich zum Klettern beide Hände brauche, ist die Kamera auf dem Helm befestigt. Praktisch, oder? Zugegeben, es geht nur sehr langsam nach oben, Zentimeter für Zentimeter. Ist halt echt mühsam, diese Baumkletterei. Und Maria versucht von unten, mich zu motivieren. Weißt du, Dirk, es hat ja auch einen Sinn, auf die Bäume zu klettern. Vielleicht nicht gerade hier im Urwald, aber in der herkömmlichen Forstwirtschaft schon.
Manchmal müssen wir auf die Bäume, um tote Äste zu kappen, damit sie den Spaziergängern nicht auf den Kopf fallen. Das ist die Mühe schon wert. Und der große Vorteil, da oben gibt es keine Mücken. And there is no mosquitoes. Slowly I'm learning it. Ohne Handschuhe wäre ich aufgeschmissen. Nicht nur das Seil schneidet ein, auch die Rinde der alten knorrigen Bäume ist extrem hart und widerstandsfähig. Nach 20 Minuten mühsamster Kletterei habe ich es bis knapp unter die Astgabel geschafft. Jetzt muss nur noch irgendwie mein Bein über den Ast. Dirk, ich glaube, du bist der geborene Kletterer. Sehr witzig, Maria. Aber immerhin, die Aussicht von hier oben ist prima, obwohl bequem ist anders. But this stick is oh, der Ast, der biegt mir genau ins Kreuz. Oh. Keiner hat behauptet, dass es leicht ist. Aber keine Sorge, du machst das gut. Also eins kann ich Ihnen sagen, Klettern ist viel, viel anstrengender, als es aussieht. Das war wirklich eine Höllenarbeit, hier hochzukommen. So, naja, ich schätze mal so 20 Meter über dem Boden. Aber jetzt über den Wipfeln von Europas letztem Urwald. Eine wunderschöne Brise. Hier oben gibt es nicht mal mehr Moskitos. Runter ging es dann etwas schneller als rauf. Und auf dem Boden fühle ich mich doch viel wohler. Die Gegend um Białowieża ist bereits seit mehr als 1600 Jahren bewohnt. Die Menschen siedelten mitten im Urwald, um zu jagen und natürlich auch, um Holz zu schlagen. Das ist längst verboten. Heute ist der Urwald geschützt und lockt jede Menge Naturliebhaber an. Die Bewohner der Region fühlen sich ihrem Wald immer noch eng verbunden. Und das wird nirgendwo deutlicher als in der katholischen Kirche von Pfarrer Andrzej Martel. Das ganz Besondere an dieser Kirche, fast alle sakralen Gegenstände im Innenraum sind aus Holz. Also am beeindruckendsten finde ich ja das da drüben. Das ist ein Kunstwerk von Stanisław Banach. Es ist der Beichtstuhl für die Sünder, die um Vergebung bitten wollen. Und er ist auch nicht nur zur Dekoration. Man kann sich tatsächlich hineinsetzen. Dafür sind hier ganz raffinierte Verschlüsse und Griffe eingearbeitet. Ach, da ist eine Tür. Genau. Man geht durch die Tür hinein. Die Klappe hier oben geht allerdings nicht auf. Ich schlüpfe mal rein, damit du siehst, wie man von drinnen durch das Gitter schauen kann. Und so geht's zu. Ja, genau. Wir benutzen ihn aber nur selten, weil man doch ziemlich gelenkig sein muss. Glaube und Natur, hier geht beides Hand in Hand. Für die strenggläubigen Katholiken in Białowieża ist, wie mir Pfarrer Martel erzählt, auch der Urwald eine Gabe Gottes, die geschützt werden muss. Und selbstverständlich gilt das auch für die Wisente. Im Säugetierforschungsinstitut wartet Rafał Kowalczyk, der Wisent-Experte, auf mich. Mit Hilfe der großen Sammlung von Schädeln und Knochen können die Wissenschaftler hier jede Menge über die Wisente herausfinden. An den Jahresringen kannst du ablesen, wie alt das jeweilige Wisent ist. Wie bei einem Baum. Ja, genau. Und die Schädel sind auch eine hervorragende Quelle für die Forschung. Wir untersuchen den Genpool der Wisente. Wie sah er vor 40 Jahren aus? Wie heute? Und wie wird er sich in Zukunft entwickeln? Man muss bedenken, dass alle 3500 Wisente auf der Welt von nur 7 Urahnen abstammen. Nur 7? Ja, und das heißt, dass sie genetisch alle ziemlich ähnlich sind, wie nahe Verwandte. Wir haben immer ein Auge auf Probleme bei der Vermehrung oder Krankheiten bei den neugeborenen Kälbern. Wer weiß, was sonst zukünftig aus den Wisenten wird. Diese Tiere hier leben im Gehege und bei ihnen ist alles normal.
Wilde Wisente gibt es außer in Polen heute auch wieder in Weißrussland, Litauen und der Ukraine. Ursprünglich waren sie überall in den Wäldern Europas beheimatet. Deshalb versuchen Naturschützer in vielen Ländern, die Wisente in einer natürlichen Umgebung auszuwildern. Die Herden im Urwald von Białowieża waren die ersten und sie dienen als Vorbild für andere. Der Nationalpark ist nur einer von vielen im Nordosten Polens. Die Region an der Grenze zu Weißrussland wird auch die grüne Lunge Polens genannt. Wälder, Sümpfe und Flusslandschaften. Etwa 80 Kilometer entfernt liegt der Narew-Nationalpark. Irgendwann sollen die beiden Parks mal zusammenwachsen. Die Narew ist ein Fluss und der prägt die Landschaft hier. Statt Bäumen wachsen Gras und Schilf. Und das ganze Zeug muss auch gemäht werden. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich Trecker fahren kann, das habe ich schon als kleiner Junge zu Hause auf dem Land gelernt. Und ich mähe hier auch nicht nur so zum Spaß, sondern für ein Naturschutzprojekt der deutschen Umweltorganisation Euronatur. Der Projektleiter ist Piotr Banaschuk. An seiner Seite, das ist Michal Gogol. Er ist Bauer hier in der Gegend. Und anscheinend sorgt er sich ein bisschen um seinen Trecker. Warum nur? So. Die Wiese ist gemäht und der Storch ist auch satt. Der ist nicht hinter mir hergelaufen, weil er mich so gerne mag, sondern das funktioniert so ähnlich wie mit den Möwen hinter einem Fischkutter. Der ist scharf auf die Reste. Und das sind auf einer Wiese Mäuse, Frösche und Insekten. Und davon werden jede Menge beim Mähen der Wiese aufgescheucht. Und? Darf ich bei ihm arbeiten? Fürs erste Mal war er gar nicht so schlecht. So große Büschel lassen allerdings nicht mal meine Kinder stehen. Na gut, so eine kleine Ecke. Besser machen. Aber sag mal, bei Naturschutz denkt man doch eigentlich immer, man muss die Natur in Ruhe lassen. Jetzt sagst du, man muss solche Wiesen mähen. Warum? Naturschutz bedeutet nicht, dass verschiedene offene Flächen lässt man in Ruhe. Die offene Landschaft, wie hier zum Beispiel, braucht eine extensive Nutzung, extensive Pflege. Ich zeige das alles euch. Michal und Piotr nehmen mich mit ans Ufer der Narew. Der Fluss gibt dem Nationalpark seinen Namen. Das Schilf wächst hier mannshoch und gleich kommt Arbeit auf mich zu. Schilfmähen mit der Sense. Ein weiteres Naturschutzprojekt hier im Nationalpark. Piotr, wir stehen jetzt genau an der Grenze vom gemähten und vom ungemähten Schilfgebiet. Was ist denn jetzt der Unterschied? Ja, gibt es viele Unterschiede. Erstmal ist eine Höhe der Pflanzen. Schau mal, das ist niedrige Vegetation, ist sehr gut geeignet für verschiedene Vogelarten. Die kommen nicht in reinem Schilfbestand vor. Pflanzenvielfalt ist auch viel größer als im Schilfbestand. Das ist zum Beispiel Iris sibirica, steht unter dem Schutz, gelbe Schwertlilie. Die gelbe Schwertlilie, und die wächst in der Feuchtwiese, wächst aber nicht in der Schilfwiese? Nein, natürlich, das ist wegen Konkurrenz. Schilf wächst sehr schnell und wächst sehr hoch, das heißt beschatten fast alle anderen Pflanzen und bekämpft die Pflanzen gegen Konkurrenz. Die sind nicht konkurrenzfähig. Wenn das Schilf aber geschnitten ist, haben Gräser und Wiesenblumen wieder eine Chance, sich auszubreiten. Und jetzt wird's ernst. Ich frage mich, auf was ich mich da eigentlich eingelassen habe. Erst das Klettern und jetzt auch noch Mähen mit der Sense. Piotr hat zwar den Trecker, doch hier im Nationalpark muss man besonders schonend vorgehen. Okay. Fangen wir an? Let's go! Nee, da geht's lang. Hier ist eine Weide. Michal hat einen Nebenerwerb daraus gemacht, für die Nationalparkverwaltung das Schilf zu schneiden. Geld verdienen mit Naturschutz ist für die örtliche Bevölkerung eine wichtige Sache. Wenn man eine Schilfwiese abmäht, dann entsteht eine biologisch viel artenreichere Feuchtwiese. Das Problem ist, dass man das am besten mit der Sense macht, um den Untergrund nicht zu beschädigen. Aber das ist natürlich teuer und kaum einer will es machen. Also wird es heutzutage meistens mit Traktoren oder anderen Maschinen gemacht. Oder ich komme vorbei.
Ich komme mal, Piotr. Obwohl das so anstrengend ist, ich habe schon mindestens 5 Meter. Ja, schlecht ist das nicht, aber stell dir vor, dass die beste Sensor brauchen hier 100 Meter 3-4 Minuten und sie mähen nicht so hoch wie du. So, Piotr. Jetzt will ich mal sehen, was du kannst. Ich bin der beste Theoretiker. Ich stell mich, du bist der beste Theoretiker, ich mache 5 Meter Sicherheitsabstand. Ja. Jetzt wollen wir mal sehen, was Obwohl du kannst. Ich keine Erfahrung habe. Das ist fast gar nichts. Piotr! So, das ist der Beweis. Und das war gut. Nach 3 guten Schnitten hat Piotr also die Sense zerstört. Gleich machen wir das in Ordnung. Ja. Also geht das in Ordnung. Kein Problem. Also ich finde, im Vergleich zu dir habe ich das ganz gut gemacht, ehrlich gesagt. Michael natürlich ist der Weltmeister, aber wir können das nicht mit ihm vergleichen, leider. Früher wurden mit dem Schilf Häuser gedeckt, aber das ist lange vorbei. Michael hat dafür eine andere Verwendungsmöglichkeit entwickelt. Die kann er mir allerdings erst zeigen, wenn das Schilf trocken ist. Das Amazonien Polens wird der Narew-Nationalpark auch genannt. Ein geschütztes Gebiet, aber nicht menschenleer. Chefranger Andrzej Bilonko kennt jeden hier, auch den Viehbauern, den wir zufällig treffen. Er braucht unsere Hilfe. Er muss nämlich seine Kühe rüber ans andere Flussufer bringen. Darüber. Die Kühe warten schon. Ja. No. Und wir sollen sie mit diesen traditionellen Stechkähnen über den Fluss bringen. Eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Viele Weidegründe gibt es an den sumpfigen Ufern der Narew nicht. Deshalb treiben die Bauern ihre Herden jeden Morgen durch das Wasser und lassen sie auf den Inseln des Flusses grasen. Abends geht es zum Melken dann wieder zurück. Auf den ersten Blick sieht das hier aus wie eine stinknormale Kuhherde, von der das eine oder andere Tier wohl ganz gern wieder zurück in den Stall möchte. Wenn man von bedrohten Tieren redet, dann meint man meistens Wildtiere. Aber es gibt auch viele Kulturrassen, wie zum Beispiel diese polnische rote Kuh, die vom Aussterben bedroht sind. Oder in diesem Fall bedroht waren. Denn die werden gerade wieder eingeführt. Diese Kühe haben nämlich einen riesen Vorteil gegenüber unseren mitteleuropäischen Hochleistungs-Schwarzbunten. Diese Kühe haben wasserresistente Hufe, also sowas ähnliches wie ich mit meinen Gummistiefeln hier. Und wenn Sie mal auf den Boden runter gucken, dann sehen Sie auch, warum das notwendig ist. Das ist alles total schlammig und eine normale Kuh würde hier Probleme mit ihren Hufen kriegen. But Andrzej, why do you want cows in Warum dürfen überhaupt Kühe hier in den Nationalpark? Der Nationalpark wird durch die Ausbreitung von Schilf bedroht. Das Zeug wächst schon fast überall. Und wie du ja am eigenen Leib erfahren hast, ist es ganz schön schwer, die Flächen hier freizuhalten. Traktoren und andere Maschinen sind in diesem Sumpf völlig unbrauchbar. Aber die offenen Flächen sind kostbar. Und weil wir sie brauchen, lassen wir sie von den roten Kühen abgrasen. Ihnen macht die Feuchtigkeit nichts aus. Die Kühe übernehmen hier auf den Inseln also eine ähnliche Funktion wie die Handsense am Ufer. Die Menschen profitieren vom Naturschutz und deshalb setzen sie sich auch für ihren Nationalpark ein. Ich begleite Andrzej auf seiner Patrouillenfahrt. Er ist täglich mit dem Motorboot im Labyrinth der Narew unterwegs. Eine Landschaft, die nicht nur schön, sondern auch einzigartig in Europa ist. Was ist eigentlich das Besondere am Narew? Das Besondere ist, dass der Narew mehrkanalig ist. In der Fachsprache heißt das andersdomosierendes Flusssystem. Auf der ganzen Welt gelten nur 4 Flüsse als mehrkanalig. Und darum gibt es hier auch eine einmalige Tierwelt in diesem Ökosystem. Ja, genau. Das liegt auch daran, dass der Fluss nur ein sehr geringes Gefälle hat. 12 bis 13 Zentimeter pro Kilometer. Der Narew fließt also sehr langsam und ist ein sehr träges Gewässer.
Der Rhein zum Beispiel fließt ungefähr doppelt so schnell. Und nur Fische, die mit dem niedrigen Sauerstoffgehalt im Wasser klarkommen, können hier in der Nahrif überleben. Hallo, schon was gefangen? Darf ich mal sehen? Das ist ja ein echter Prachtbursche. Wahrscheinlich ein Aaland. Angeln ist im Fluss erlaubt, im Gegensatz zum Fischen mit Reusen oder Stellnetzen. Diesen Praktiken versucht Andrzej ein Ende zu machen. Er kennt die typischen Stellen, an denen wir suchen müssen. Mit einem Schlepphaken versuchen wir, die illegalen Netze zu finden. Ich hab was. Glück gehabt. Lass mal sehen, was es ist. What is this? Was ist das? Der Haken, der hängt jetzt richtig fest. Was ist denn das? Das ist ein Netz. Aber das ist doch jetzt illegal. Und zwar in ganz Polen. Ganz besonders im Nationalpark. Und wer stellt sowas auf? Es ist Gott sei Dank nicht mehr so ein großes Problem wie früher. Aber einige Leute in der Gegend wollen auf das Fischen mit Netzen einfach nicht verzichten. Zum Glück zeigt Andrzejs Überzeugungsarbeit inzwischen Wirkung. Michael Gogol hatte mir versprochen zu zeigen, was er auf seinem Hof mit dem Schilf anstellt. Jetzt schaufeln wir in der Scheune Schilfhäcksel in eine selbstgebaute Brikettpresse. Der hausgemachte Brennstoff ist umweltfreundlich. Denn wenn das Schilf am Fluss nachwächst, wird genau so viel CO2 gebunden, wie bei der Verbrennung entweicht. Das Ganze ist also ein klimaneutrales Nullsummenspiel. 3,20 Euro bekommt Michael für einen Sack Öko-Brikett, sein netter Nebenverdienst. Und für die 25 Kilo hier muss er 50 Quadratmeter Schilfwiese mähen. Ah, Piotr. Du bist schlau, du hast dich rechtzeitig aus dem Staub gemacht, bevor es schmutzig wird hier, ne? Oh ja. Sag mal, ist das jetzt ökologisch sinnvoller Brennstoff? Das ist ein perfektes Material. Schau mal, es ist hart, es ist gut gemacht. Und was ist wichtig, Brennstoff, Brennwert ist relativ hoch und ist vergleichbar zu Holz. 17 Megajoule pro Kilogramm, ein perfektes Material. Und was ist das Wichtigste? Komplett ökologisch. Also keine zusätzliche CO2-Emission. Wir schützen Klima, wir schützen unsere Umwelt. Weil das Schilf im nächsten Jahr wieder nachwächst und das CO2 wieder bindet. Stimmt, und zur Produktion des Materials. Wir brauchen keine Mineraldüngung, wir brauchen keine Pestizide, keine Pflanzenschutzmittel. Das wächst von sich selbst und wir können das weiter verwenden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im Kamin auch noch richtig gut nach Sumpfblumen riecht, ne? Ja, das ist so. Das riecht wie ein Wiesenkonzentrat. Lecker. Lecker. Und brennt sehr gut. Nirgendwo habe ich mehr Weißstörche gesehen als in Polen. Über 50.000 Paare sollen es sein. Das ist etwa ein Viertel der weltweiten Population. Die Gegend an der Narew ist ideal für die Zugvögel, die den Winter in Afrika verbringen. Offene Flächen mit einem großen Nahrungsangebot. Und die Landwirtschaft in Polen wird, so wie hier in Pętowo, noch nicht so intensiv betrieben wie zum Beispiel in Deutschland. Pętowo könnte mein absolutes Lieblingsdorf in Polen werden. Pętowo, das eigentlich nur aus einem einzigen Bauernhof, diesem hier, besteht, hat nämlich etwas ganz Besonderes zu bieten. In Pętowo leben 26 Storchenbrutpaare. Das ist eine ganze Menge. Und von diesen 26 leben allein drei auf dieser einen Scheune. Eine Scheune, eins, zwei, drei Nester, in allen sind Pärchen und überall sitzen Junge drin. Ich glaube, das ist Weltrekord. Der Nationalpark Narew funktioniert ziemlich gut. Die Verwaltung, viele Umweltschützer und auch die Bevölkerung, alle arbeiten hier zusammen. Doch jetzt geht's zurück vom Schilf von der Narew in den Wald von Białowieża. Hier finde ich allerdings etwas, das ich nicht erwartet hätte. Borkenkäfer unter der Rinde von Nadelbäumen, der Schrecken der Wälder. Thank you.
Diese Bäume hier sind alle gefällt worden, weil sie von Borkenkäfern befallen worden sind. Von außen nur ein winziges Loch, fast unsichtbar. Aber hier drin, da sieht man, wie der Borkenkäfer seine Gänge zieht. Und diese fächerförmigen Seitenarme, da werden die Eier reingelegt und da schlüpfen die Larven. Das Schlimme am Borkenkäfer ist, dass er ein Schleckermäulchen ist. Er isst nämlich weder Holz noch Rinde, sondern nur den Bast dazwischen. Und das Problem ist, dass durch diesen Bast alle Nährstoffe fließen. Kein Bast, dann stirbt der Baum. Tja, und das alles von diesem kleinen Kerl hier. Gucken Sie mal. Der sieht doch gar nicht so bedrohlich aus, dieser schwarze Käfer. So klein und der Schrecken der Wälder. Und jetzt treffe ich jemanden, der sich damit so richtig auskennt. Forstamtsleiter Andrzej Anczak. Hey Andrzej. Hello. Hallo, schön dich zu sehen. Ich glaube, ihr habt ein Problem in eurem Wald. Schau mal, Borkenkäfer. Ja, leider. Bestimmt 300, nur auf diesem Stück. Ja, das stimmt. Ist das nur hier ein Problem? In Białowieża eigentlich überall. Aber die Bäume sind doch gesund. Ja, natürlich, das sind ja auch Kiefern. In der Hand hast du Fichte. Und Borkenkäfer befallen nur Fichten. Und die kranken Bäume sind da drüben. Gehen wir rüber? Andrzej führt mich in ein nahegelegenes Waldstück. Ziemlich erschreckend. Solche Bilder kenne ich höchstens aus den deutschen Mittelgebirgen, wenn der Borkenkäfer mal wieder die Fichtenbestände befallen hat. Die meisten dieser Bäume hier sind tot und unten am Boden liegt brauner Staub. Der sieht doch ganz gut aus. Warum ist er markiert? Siehst du den braunen Staub? Das hier? Daran sieht man, dass der Baum schon von Borkenkäfern befallen ist, die die Fichten töten. Ach, das ist Bohrstaub. Ja, was die Käfer aus der Rinde bohren. Die Staubspuren deuten darauf hin, dass es sich bei dieser Borkenkäferart um den Buchdrucker handelt. Er befällt vor allem Fichten, besonders in heißen Sommern. Und die werden aufgrund des Klimawandels immer häufiger. Du siehst ja, wie es hier aussieht. Vor 4 Jahren haben wir zum ersten Mal braune Nadeln an den Bäumen entdeckt. Das war ein Schock für uns. Wir hätten nie gedacht, dass es uns hier so erwischt. Und das ausgerechnet im Naturschutzgebiet. Borkenkäfer sind ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems. Aber wir hätten nie einen so starken Befall erwartet, weil wir das natürliche Gleichgewicht im Wald erhalten. Jetzt beobachten wir, ob er sich von selbst regeneriert. Und? Erholt er sich? Ja, es sieht so aus. Aber wir müssen erstmal den Verlust unseres natürlichen Fichtenwalds verkraften. Er war ein wichtiger Bestandteil im Naturschutzgebiet. Wir können nur abwarten, wie sich alles entwickelt. Wesentlich erfreulicher ist die Erfolgsgeschichte der Wiesente. Rafał Kowalczyk hat mich wieder tief in den Urwald hineingeführt und auch sofort eine Spur entdeckt. Aber keine von Wiesenten. Ein kleiner Frosch. Ein Frosch. Ups. Gut gefangen. Wie viele verschiedene Tierarten gibt es eigentlich hier in der Gegend? Mehr als 20.000. Und manche Wissenschaftler glauben, dass bisher nur etwa die Hälfte der Arten in diesem Wald entdeckt wurde. Aber es gibt 12 Arten Amphibien und das hier ist ein Grasfrosch, einer der häufigsten. Also 20.000 bis 40.000 Arten, das sind ja unglaublich viele. Okay, den hier lasse ich jetzt erstmal laufen. Aber wo laufen denn die Wiesente? Sag mal, was mache ich eigentlich, wenn ein Wiesent mich angreift? Weglaufen? Bloß nicht. Die sind viel schneller als du. Versteck dich hinter einem Baum oder kletter rauf. Lieber nicht. Kriegst du ein Signal? Ja, ganz schwach. Irgendwo aus dieser Richtung. Irgendwo dort, zwischen den Bäumen, sollen sie also sein, die Wiesente. Vermutlich schauen sie uns gerade zu und wissen auch, dass wir sie vor lauter Bäumen nicht entdecken können. Doch Rafał, dem Experten, entgeht keine noch so kleine Bewegung. Und dann plötzlich...
Obwohl Rafal mich mehrmals mit der Nase darauf stößt, das Wisent ist für mich selbst mit dem Fernglas nur als ein Schatten zwischen den Bäumen zu erkennen. Und trotzdem ein unvergessliches Erlebnis. So groß, so stark und trotzdem so ängstlich. Ja, sie sind sehr scheu. Man bekommt sie kaum mal zu Gesicht. Sie sind wie Geister. Und das war's dann auch schon. Das Wisent ist ohne irgendein Geräusch wieder im Urwald verschwunden. Meine Reise in den Nordosten Polens ist fast vorbei. Doch ich will noch einmal Roman Supersson besuchen, den Pfleger der Wisente im Gehege. Roman muss von meiner Arbeit als Wisent-Aushilfspfleger begeistert gewesen sein. Kaum bin ich angekommen, habe ich schon wieder was zu tun. Da muss ich links? Da drüben links. Jetzt am Nachmittag bekommen die Tiere im Gehege eine extra Portion Vitamine per Elektroauto. Die Wisente warten schon auf uns. Sie brauchen regelmäßig frische Blätter. Ja, Upp. Da schmeckt euch, ne? Upp. Ja, komm. Extra Happen für den Dicken. Und bitte. Das schmeckt ihm. So ein Bulle benötigt pro Tag gut 30 Kilogramm Grünzeug. Diese lange graue Zunge ist übrigens im Wald für die Wilden Wisente richtig praktisch. Damit können die richtig kleine Büsche greifen und sich so in den Mund reinziehen. Hat die Evolution sich toll ausgedacht. Ja? Da. Im Wald würden die Wisente einfach weiterziehen, wenn es keine Büsche mehr gäbe. Hier im Gehege kommen Roman oder ich vorbei. Okay. Wie war ich als Praktikant? Du hast Talent. Du könntest jederzeit als Wisentpfleger dein Geld verdienen. Du wirst glücklich und die Wisente auch. Vielen Dank, Roman. Dann gehe ich mal wieder in den Wald. Vom Urwald in Białowieża zum Schilf in Narew und zurück zu den Wisenten. Die grüne Lunge Polens ist ziemlich gut intakt. Die Landschaft im Nordosten Polens ist besonders artenreich. Und ob es nun 40, 20 oder vielleicht auch nur 12.000 Arten sind, so genau weiß das keiner. Die Vorstellung, dass das hier der letzte kleine Rest vom gewaltigen europäischen Urwald ist, der früher einmal von Sibirien bis nach Spanien reichte, das ist schon ein bitterer Gedanke.